Hallihallo, Hallöchen, der Larus hier, würde ich mal sagen. Ja, ich hatte letztes Mal gesagt, ich werde hier einen Cut setzen, beziehungsweise, weil ich kurz einkaufen gegangen bin und euch das Einkaufen ersparen wollte. Und jetzt werde ich mich hier hochklettern. Ich bin wieder auf der Greifenhorstinsel. So, und. Oh, gut, das. Aber hier ist jetzt nicht so gut Kirschen essen, wie ich sehe. Na gut, von hier aus kann ich wunderbar starten. Oh, und hier ist eine Fee. Wunderschön. Ich setze mal hier ein Safe State, einfach mal aus Vorsichtshalber, damit ich nicht ewig hin und her laufen muss. Weil es kann eventuell sein, dass ich mehr als einen Versuch brauchen werde. So. Okay. Gut, dann setzen wir gleich nochmal zu einem an. Oh! Weißt du was? Ich versuche die Viecher jetzt abzuschießen. So, eins. Es geht ja wunderbar. So. Das war jetzt nicht so ganz meine Absicht. Ich sollte diese Taste etwas genauer drücken. Ah, ich glaube, der zieht vorbei, ja. Ich habe ja noch 55 Pfeile. Der war ein bisschen zu hoch, glaube ich. Weil dann gehen mir diese merkwürdigen Viecher auch nicht mehr auf den Arsch. Auf den Senkel. Auf den Arsch. Wow, das war like a boss. Und dem muss ich mal kurz seine Kurve. Da müssen wir ein bisschen Geduld jetzt beweisen. Ah, okay. So könnten wir ihn treffen. Okay, das war ein bisschen... so vielleicht? Ah, so, okay. Warten wir doch eine Runde. Nein, der zog glatt an. Ich glaube, es war besser, wenn ich so ziele. Ja. Link, schieß deine Pfeile alle in die Luft. Der Jäger wartet auf seine Beute. Und... los. Mist, die ging glatt. Pixel runter? Nein! Das war doch ganz knapp. Das zog richtig knapp an ihm vorbei. Ach, weißt du was? Ich hol mir jetzt noch eine Möwe. Ich save das hier. Und soweit dürfte das eigentlich kein Ding sein. So. Vielleicht kriege ich diese eine aus gut ausgewichen. Okay. Ach, da ist noch eine. Oh Gott. Ah, Mist. Mein Gott, du blöde Möwe. So. Mach das Ding hier oben. Aktivieren. So, brave Möwe. Dann versuchen wir mal den ganz hier oben. Na los, komm. Super, wunderbar, wunderbar. Und jetzt flieg weg, flieg weg. Möwe, flieg. Flieg um dein Leben. Flieg, was das Zeug hält. Und weich der einen Möwe noch. Oh, komm, komm, komm. Oh, Gott sei Dank. Mein Gott. Ja, jetzt kann ich dich befreien. Flieh, flieh, kleine Möwe. Auf das du mir Glück gebracht hast. Oh, Mist. Das war jetzt kein sehr großes Glück. Los, komm. Hoch, Link.
Oh, Gott sei Dank. Mann, das war stressig gerade. So. Oh, bin ich happy. Ah, und gleich ohne großes Tatar. Na gut, ich stehe nicht direkt drauf, aber naja. Reicht schon so. Yay. Okay. Yay! Eine Triforce-Karte. Damit hätten wir die dritte von vier. Von acht. Heißt, fünf fehlen noch. Eine befindet. Aha, ich sag lieber nicht, wo die anderen sich befinden. Der hier ist mir gerade wichtiger. So. Und das sind alles nur grüne. Was soll ich mit denen anfangen? Ah, die da oben kriege ich nicht mehr. Ja. Okay. Cool. Damit hätten wir das auch schon hinter uns. Oh, welch Glück. Und wir können zurück zu unserem Schiff. Hui. Ja, das Boot ist schon gelangweilt von uns. Finde ich ja ganz toll. Und wieder einen Schluck trinken. Das Reden schränkt aus der Zeit mal aus. Wir wollen Richtung Süden. Tralala. So. Damit hätten wir die Greifenhorstinsel hinter uns. Darüber bin ich auch ganz froh. Ja. Und die nächste Insel liegt da vor uns. Da hinten. So. So, ganz weit hinten. Oh, wunderschön. Ach ja, übrigens, es gibt immer nur einen Schatz pro Insel. Der wird dann in Form von diesen roten Dingern hier angezeigt. Da ist einer zum Beispiel. Hier ist einer. Und ganz überall woanders gibt es noch ganz viele. Und da ich noch ein paar Schatzkarten im Petto habe, die ich eventuell sogar noch gebrauchen muss, ja, werde ich das auch tun. Also so im Sinne von... Also auf ein Herzteil komme ich noch, auf jeden Fall. Wie es mit den anderen aussieht, müssen wir mal gucken. Ich sehe immer noch keinen Mond. Der Mond ist uns nicht rollt. So. Was greift uns denn da an? Zur Hölle mit den Viechern. Gucken wir mal, was hier auf der Insel auf uns wartet. Ah, da können wir wieder den Enterhaken benutzen, um da hochzukommen. Oder auch nicht. Können wir nicht den Enterhaken benutzen, um da hochzukommen? Wie kommen wir denn jetzt auf diese schöne Insel? Wir könnten es vom Boot aus probieren. Na toll. Jung. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Ah, warte, warte, ich habe schon eine Idee. Wir können hier rauf. Und dann müssen wir jetzt wahrscheinlich mehrmals die Windrichtung ändern. Oder auch so. So. Ja, aber schön. Ob wir da so rüberkommen? Wir können es ja mal versuchen. Oh, guck mal. Sogar einwandfrei. Bin beeindruckt. Wie sollen wir denn da hochkommen? Ah, ich schätze mal, das ist hier so ein Übergang. Ich habe auch keine Ahnung, was das gerade für eine Insel ist. Wow. Das sieht mir nach komplizierten Scheiß aus. Also, denke ich mal, brauchen wir das Ding hier. So. Ja. Link. Ja. So.
Okay. Ach komm. Du hast doch sowieso keine Chance, das weißt du. Plantragan-Samen. Ja, ist er. Runterstürzen wollen wir natürlich auch nicht. Okay, warte mal. Erstmal wollen wir den anderen da um. Zack. Ich schätze, hier ist wahrscheinlich nur ein Schatzteil. Wir werden es ja sehen, was hier ist. Hier ist so schön, dass auf uns wartet. Zack. Autsch. Und ich renne noch voll rein. Lass mal den kleinen Tragan sein. Man! Hui! Und? Wird daraus ein Pflänzchen? Ja, das wird eins. Und an das Ding komme ich natürlich nicht ran. So. Das war auch so gerichtet. So. Und darüber. Wie kommen wir wohl darüber? Nehmen wir einfach uns so ein Pfeilchen. Schalten um. Ich sagte, wir schalten um. Und brennen das Ding einfach nieder. So geht das ganz locker fluffig. Und wir wollen da noch gar nicht drauf, merke ich gerade. Diese Dinger erschrecken mich immer. So. Dann wollen wir darüber. Zack. Und dann wollen wir da runterfallen. Wir wollen diesen Schatz hier heben. Ein Glücksamulett. Oh, ist ja billig. Wenn wir Blumenwiese einfinden, so kommt das Glück zum Träger dieses Amulettes. So. Ja. Oh, Mann, Mann, Mann. So. Jetzt müssen wir es da geschickt drüber schaffen. Ohne nochmal runterzufallen. Das ist aber wirklich knapp gesehen, muss ich gerade sagen. Knapp bemessen. Nicht knapp gesehen, sondern knapp bemessen. Und da ist eine Schatztruhe. Da ist was drin. Eine Schatzkarte. Yay. Der Ort, an dem sie ihr Schatz verborgen liegt. Folge der Karte und nähere dich mit dem Boot deinem Zielpunkt. Schatz zu heben. Map. Map. Und rein da. Und zack. Umdrehen und los. Ja, falsch. Los geht's. Ach so. Bevor ich das mache, muss ich mal gucken. Wo bist du, Fischilein? Natürlich genau in der umgekehrten Richtung. Aber wir kriegen dich nicht. Auch wenn der Wind gerade echt ungünstig steht. So. Na los, komm her. Da bist du ja. Oh, Gott sei Dank. Ja, ihr seht, ich habe ein bisschen eingekauft. Das habe ich aber schon am Anfang gesagt. Und jetzt werden wir diese Insel hier identifizieren. Identification. Okay. Na los, komm, sag uns an, was das für eine Insel ist. Flugfeldinsel. Cool. Und was gibt es so Schönes über diese Insel zu sagen? Schon mal was vom Mini-Nintendo-Galerie gehört, Jüngchen? Um da reinzukommen, muss man erst einen Schalter irgendwo hoch oben auf Tantohio tegen. Naja, tu dir ein Futter auf den Kopf und dann wird das schon. Aber erschreck dich nicht zu sehr, wenn sie kommen, die Möwen, die du riefst. Das wär's soweit von mir. Ja, okay. Und ich wollte nicht runterfahren. Ich wollte eigentlich weiter in den Süden. Zu dieser schönen Insel da hinten. Und ihr Haie macht mir gerade einen Frame-Einbruch. Das gefällt mir gar nicht. Geht weg. Mag euch nicht.
Macht das Spiel langsamer. Ihr seid doof. Puh. Es wird immer düsterer. Jetzt fängt es schon wieder an zu regnen. Oh mein Gott. Ach man. Schon. Das schöne düstere Meer. Und man hört schon wieder, dass es Tag wird. Habe ich das eigentlich schon mal am Tag regnen sehen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Müsste ich mal. Keine Ahnung. Echt keine Ahnung. Oh, was gibt's da hinten? Da gibt's Schiffe. Schiffchen! Und das Spiel ist mir eindeutig zu slow gerade. Das nervt mich gerade ein bisschen. Was ihr hier seht, sind wunderschöne 22 Frames. Aber Gott sei Dank ist das nur so eine ganz kleine Insel. Und Fischchen, komm her. Da vorne ist was, was mich interessiert. Was zur Hölle ist das? Okay. Was sagt er uns? Hey, ich weiß Bescheid. Okay. So. Du. Isla Cassiopeia. Ah. Und was gibt es hier so schön? Sag mal, hast du eigentlich schon mal das Geisterschiff? Nicht, aber hier kreuzt es auch umher. Und zwar nicht mit unten offener Mondsichel. Er ist soweit von mir. Okay. Ja, wir haben jetzt schon oft was über dieses mysteriöse Geisterschiff gehört. Und immer noch nicht wissen wir. Wir wissen immer noch nicht, was es ist. Tja. Was ist das wohl? Ein mysteriöser Ort, dieser Off-Frame-Welt. Stabilisier dich wieder. Ist doch gerade gar nichts. Gut, scheint anscheinend eine Insel mit vielen Ereignissen oder so zu sein. So. Na los, komm. Und da ist. Ist das eine Schatztruhe oder eine Kiste? Guck mal einfach danach. Erstmal machen wir hier. So. Autsch. Von euch wollen wir eigentlich nur die Glücksamulette und dann bin ich zufrieden. So, da vorne sind noch zwei. Okay. Wir hätten mal vier Klicks an den Leuten. So. Wunderschön, muss ich sagen. Und wieder nur ein Rubin. Oh, komm schon. Oh, du gehst mir auf den Sack. Ganz ehrlich. Geh sterben. Oh, was mag da drin sein? Ah, achso, wollte schon sagen. Scheint was Wertvolles drin zu sein. Weil sonst wäre die Kiste nicht so komisch. Mal gucken. La 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 la. Ein Herzteil. Vier dahin, keines mehr im Sinn. Das finde ich cool. Das macht das Spiel unglaublich attraktiv. Na gut, meine Lieben. Dann würde ich sagen, werde ich diese Folge auch erstmal wieder beenden. 20 Minuten sind wieder rum. Locker. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Legend of Zelda Wind Waker.